Spiels gegen Jewgeni Kafelnikow ab. Die beiden spielen zum dritten Mal gegeneinander. Das erste Mal sahen sie sich in Lyon, als Tommy Haas erstmals ein Finale erreichte, das er dann gegen Fabrice Santoro verlor. Da gewann Haas das Halbfinale gegen Kafelnikow in 3 Sätzen. Und dann spielten sie im vergangenen Jahr bei den US Open. Und da siegte Kafelnikow in 4 Sätzen 7:5 im 4. Satz. Tommy Haas liebt es ja, auf Showcourts zu spielen, also hier auf dem Center Court vor großem Publikum. So, Kafelnikow bekommt noch einige frisch gespannte Schläger gereicht. Tommy Haas hat noch einmal den Center Court verlassen. Stuhlschiedsrichter übrigens der Schweizer Andreas Egli, der mittlerweile in London wohnt. Und das ist Larry Stefanke, der Trainer seit Beginn des Jahres von Jewgeni Kafelnikow, der ja jahrelang betreut wurde von Anatoli Lipeschin, dann im letzten Jahr 7 Monate ohne Trainer auf der Tour war. Stefanke, ein ganz erfahrener Mann, trainierte schon 2-mal Marcelo Rios, den Chilenen, und John McEnroe. Und die beiden haben vor allen Dingen an der Aggressivität des Spiels von Kafelnikow gearbeitet und, wie eben schon einmal gesagt, am Aufschlag. So, Tommy Haas kehrt zurück. Und dann kann dieses zweite Halbfinale gleich beginnen. Hier auf dem Center Court der Anlage im Melbourne Park. Wie auch immer dieses Spiel ausgeht, Tommy Haas hat jetzt schon mehr erreicht, als man eigentlich erwarten konnte. Er hatte ja eigentlich nur einmal einige Probleme. Und das war im Spiel gegen das große australische Talent Leighton Hewitt. Da lief er Gefahr, nach einem 0:1 Satzrückstand auch den 2. Satz zu verlieren. Und man weiß ja, das sagt er selbst, er ist nicht unbedingt der Fitteste auf der Tour. Das hätte dann vielleicht ein 5-Satz-Spiel gegeben. Aber was soll das alles mit Wenn und Aber? Er hat sich aus einer kritischen Situation herausgespielt und Leighton Hewitt mit 3:1 Sätzen besiegt. Ready. Zweites Halbfinale. Jewgeni Kafelnikow gegen Tommy Haas. Aufschlag Kafelnikow. Ein souverän gewonnenes erstes Aufschlagspiel von Jewgeni Kafelnikow aus Sotschi, dem bekannten Badeort am Schwarzen Meer. 2 Asse, gut serviert. Vom 24-Jährigen, mittlerweile wieder Nummer 10 in der Weltrangliste. Im November 96, da stand er auf Rang 3. Aber dieses Jahr 98, das verlief nicht so erfolgreich, wie sich Kafelnikow das vorgestellt hatte. Abgesehen vom Ende, da hat er dann wieder stark gespielt. Mit Siegen in Moskau und Finalteilnahmen in Taschkent und bei den Eurocard Open in Stuttgart, wo er Richard Krajicek unterlegen war. Kafelnikow verheiratet und ein bisschen ruhiger geworden, seitdem Tochter Alesa im Oktober des vergangenen Jahres geboren wurde. So, nun das erste Aufschlagspiel für Tommy Haas. Schauen wir mal, ob er es
souverän gestaltet, wie eben sein Gegner wie Jewgeni Kafelnikow. Hier noch einmal der Beweis, das Dach ist geschlossen. Erster Aufschlagverlust von Tommy Haas mit wenig ersten Aufschlägen im Spiel und einem Gegner Jewgeni Kafelnikow, der äußerst motiviert auf dem Platz steht, gute Winkel spielt und über die Rückhandseite sehr häufig das Tempo aus dem Spiel nimmt. 2:0 für Kafelnikow. Vergleichende Aufschlagstudie. Haas, der den Ball ein bisschen höher wirft.
Jewgeni Kafelnikow kann sich bislang absolut auf seinen Aufschlag verlassen. Erst 8 Minuten gespielt, schnelle 3:0-Führung für den Weltranglisten-10. Bei Tommy Haas ist bislang überhaupt noch kein richtiger Rhythmus aufgekommen. Kafelnikow beginnt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Unter den Augen noch einmal von David Amy, der schmunzelt da ein wenig. Das ist natürlich noch in keiner Weise entscheidend, aber es hat gezeigt, hier Karl-Uwe Steeb, der Davis-Pokal-Kapitän, dass Kafelnikow sich in einer hervorragenden Verfassung befindet. Hat zweimal hart kämpfen müssen auf dem Weg in das Halbfinale gegen den Australier Jason Stoltenberg in 4 Sätzen. Davon zweimal Tiebreak und dann vor allen Dingen gegen Andrei Pavel aus Rumänien. Da führte Kafelnikow schon 2:0 in den Sätzen. Pavel kam heran auf 2-2 und Kafelnikow siegte in einem Abendspiel unter Flutlicht mit 6:4 im 5. und entscheidenden Satz. So, und nun wäre es an der Zeit für Tommy Haas, im 2. Versuch sein erstes Aufschlagspiel zu gewinnen, um dran zu bleiben. Kafelnikow ist ja einer der besten Return-Spieler auf der Tour. Kafelnikow spielt sehr gute Winkel. Tommy Haas hier bei den Australian Open oft erfolgreich. Die knallhart gespielte Rückhand, die Linie entlang. In Folge für Tommy Haas ein wichtiger Spielgewinn, denn zwischenzeitlich nach dem 0:40 sah es ja nach einer
4:0 Führung aus für Jewgeni Kafelnikov. Nun nur 3:1 für den 24-Jährigen aus Sotschi. Und eben die Aufforderung von Stuhlschiedsrichter Andreas Egli an die Zuschauer, nicht mit Blitzlicht zu fotografieren. Kafelnikov hat eine gute Länge in seinen Bällen. Bisher hat Tommy Haas erst 3 Punkte gewinnen können gegen den aufschlagenden Jewgeni Kafelnikov, der in jedem Spiel mindestens ein Ass dabei hatte und 1-2 Freipunkte, um die er nicht mehr groß kämpfen musste. Er schlägt im Moment gar nicht extrem hart auf. Der letzte erste Aufschlag, 160 Kilometer pro Stunde, aber enorm platziert und vor allen Dingen sehr, sehr lang und variabel. Mischt die Aufschläge sehr gut. Kafelnikov, der ja auch einen Standort in Karlsruhe hat, von dort fährt er zu den europäischen Turnieren. War im letzten Jahr gemeldet für den altehrwürdigen Traditionsverein Rot-Weiß Baden-Baden in der Regionalliga. Hat auch einmal gespielt, aber sinnigerweise verloren. Aufmunterndes Klatschen für seinen Schützling, für Jewgeni Kafelnikov, und Stefanki kann bisher mit dem Spiel von Kafelnikov absolut zufrieden sein. Zum ersten Mal orientiert sich Haas Richtung Netz. Da macht er noch den Punkt, der Ball geht auf die Linie, aber dieser Stopp war mit Ansage schon in der Ausholbewegung zu erkennen.
für diesen Punktgewinn von Kafelnikow war wieder einmal der fantastische Aufschlag Ritter. Der zweite Spielgewinn für Tommy Haas, dessen Leistungskurve im Verlauf dieses Satzes nach oben zeigt, wie kraftvoll er die Vorhand spielen kann, das hat man in diesem letzten Spiel gesehen, wenn er gut zum Ball steht.
mit den Linien gespielt.
Evgeny Kafelnikov den ersten Satz nach exakt 30 Minuten, gewinnt ihn mit 6:3. Dennoch, die Formkurve von Tommy Haas, sie zeigt nach relativ zurückhaltendem Beginn nach oben. Er hatte jetzt erstmals eine Chance gegen den aufschlagenden Kafelnikov, der nach wie vor sehr, sehr schnell auf den Beinen ist und auf einem beachtlich hohen Niveau spielt, immer wieder in der Lage, selbst die Ballwechsel zu diktieren, den Gegner laufen zu lassen aufgrund seiner winkligen Schläge. Eine interessante Halbfinalbegegnung, ganz im Gegensatz zu der gestrigen zwischen Lapenti, dem Überraschungsmann aus Ecuador, und Thomas Enqvist, die doch relativ einseitig verlief zugunsten des Schweden, der ja von Anfang an hier bei diesem Turnier, obwohl umgesetzt als einer der großen Favoriten gehandelt wurde, nach dem Turniererfolg in Adelaide. Kafelnikov sorgte hier in Melbourne zum ersten Mal für Aufsehen, als man ihn noch kaum kannte. 1994 spielte er in der zweiten Runde gegen Pete Sampras, den großen Favoriten, lieferte dem eine begeisternde Auseinandersetzung, verlor 7:9 im fünften Satz. Zweiter Satz, Aufschlag Tommy Haas. Tommy Haas innerhalb eines Satzes in Führung. Bislang hat es ja überhaupt erst einen Aufschlagverlust gegeben. Haas zum zwischenzeitlichen 0:2 im ersten Satz. Zum zweiten Mal läuft Tommy Haas bei diesen Australian Open einem Satzrückstand hinterher. Das erste Mal war das der Fall gegen Leighton Hewitt, der auch im zweiten Satz zunächst dominierte und dann kam Tommy Haas zurück, fand zu seiner Form und gewann die Sätze 2, 3 und 4. Aber heute steht auf der anderen Seite kein 16-jähriges Talent, sondern ein ganz erfahrener Mann, Evgeny Kafelnikov, der in den beiden letzten Jahren hier in Melbourne verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Im Vorjahr eine Knieverletzung, etwas ungewöhnlich, dann die Aktion 1997. Da war er in einem Fitnessraum und wettete mit Marc Rosset, wer der mit größerer Kraft auf einen Sandsack schlagen könne. Da gewann zwar Evgeny Kafelnikov, aber er brach sich einen Knöchel und konnte bei den Australian Open nicht antreten. 15.
Ja, da hatte wieder mal ein Mobiltelefon geklingelt. Erneut die Aufforderung, diese doch bitte abzustellen. Andreas Egli und Tommy Haas ist da gut beraten, sich jetzt nicht in Diskussionen einzulassen. Ganz tief in die Rückhandseite gespielten Bälle, die mag Kafelnikow nicht so gern. Zwei vergleichbare Fehler in Folge und erneut zum zweiten Mal also in diesem Spiel eine Breakmöglichkeit für Haas. Verlust, 2:0 Führung für Tommy Haas. Und das, obwohl Kafelnikow zwei Asse serviert hat. Aber in den Grundschlägen ist Haas sicherer und stabiler geworden. Ganz knapp neben der Linie, dieser Ball. Aber wie dem auch sei, 15:40. Oh.
hat man sehr schön sehen können, wie dieser Ballwechsel sich gedreht hat. Zunächst wurde er bestimmt von Tommy Haas und dann nach einem zu kurzen Ball übernahm Jewgeni Kafelnikow die Initiative. Break und Rebreak. Und ein Problem im Spiel von Tommy Haas, der erste Aufschlag, der kommt zu selten. Und den zweiten, den muss er natürlich mit einem gewissen Risiko spielen, aufgrund der Returnstärke von Jewgeni Kafelnikow. Der zweite Aufschlagverlust, also von Tommy Haas. In einer Auseinandersetzung, die absolut, ja, Sie haben es noch einmal gehört, erneut die Aufforderung von Andreas Seckl, doch unendlich die Handys auszustellen, das ist eine richtige Seuche. Und heute, da das Dach geschlossen ist, hört man es natürlich noch deutlicher. Eine interessante Auseinandersetzung. Ohne die ganz großen, häufigen, spektakulären Aktionen bisher. Den Lauf von Kafelnikow wieder zu stoppen. 8 Punkte in Folge für den Mann aus Sotschi am Schwarzen Meer, der bisher im bisherigen Spielverlauf ein bisschen gleichmäßiger gespielt hat. Nach 2:0 nun 2 beide.
Jewgeni Kafelnikow ist dynamischer, aggressiver. Spielgewinn in Folge für Jewgeni Kafelnikow und dieser Stoppversuch von Tommy Haas, das war mehr ein Verzweiflungsball, weil er nicht so recht wusste, was er machen soll. Ein erneuter Aufschlagverlust gegen einen sehr dynamisch und aggressiv wirkenden Jewgeni Kafelnikow. Für uns unten direkt am Platz Hans-Jürgen Pohmann, den ich jetzt um seine Eindrücke da unten direkt neben den Spielern bitte. Ja, Volker, man hat hier den Eindruck, dass Jewgeni Kafelnikow wirklich in dieser Phase, in diesen letzten drei Spielen, unglaublich konzentriert ist. Da verschenkt er keinen Ball. Und ich schaue direkt rüber zu Tommy Haas. Der wirkt unruhig, der wirkt nicht gelassen. Und natürlich ein bisschen zu hektische Aktionen von Tommy Haas, der immer wieder zu Right Aim schaut. Right Aim um seinen Trainer, der immer wieder versucht zu sagen, pass auf. Du bist derjenige sein, der das Tempo hier bestimmt. Lass dich nicht zurückfallen. Go for the shot. Du musst für den Punkt gehen. Also im Moment muss Tommy Haas ein bisschen mehr machen. Vor allen Dingen die Konzentration scheint im Moment ein kleines Problem bei dem 20-Jährigen zu sein. Aber nochmal auf der anderen Seite. Selten haben wir einen so verbissen kämpfenden Jewgeni Kafelnikow gesehen. So der erste Eindruck hier unten vom Center Court soll sehen, Volker. Vielen Dank, Hans-Jürgen Pohmann. Aufschlag Jewgeni Kafelnikow. Und wir erinnern uns, das letzte Aufschlagspiel hat er zu 0 gewonnen. 15-1. Zu unsicher in dieser Phase. Tommy Haas kommt im Moment gar nicht dazu, seine Stärken auszuspielen. Im Spiel von Jewgeni Kafelnikow, der die Bälle sehr früh nimmt und hier gleich gegen die Laufrichtung des sich nicht optimal bewegenden Tommy Haas spielt. Jewgeni Kafelnikow einfach besser im Spiel in dieser Halbfinalbegegnung. Thank you.
Ball change, please. Nach vier Spielverlusten ist Tommy Haas wieder einmal erfolgreich. Und was er alles in seinem Repertoire hat, das hat man eben phasenweise gesehen. Aber es fehlt bislang die Gleichmäßigkeit im Spiel von Tommy Haas. Da ist Jewgeni Kafelnikov seinem Gegner bislang überlegen. Kafelnikov, der enorm schnell ist, der sich auch nie viel Zeit lässt vor dem Aufschlag und der so variabel spielen kann. Er hat ja viele Ups and Downs erlebt in seiner Laufbahn und es gibt etliche, die sagen, dass Kafelnikov schon früher in der Lage hätte gewesen sein können, die Nummer 1 in der Welt zu werden. Aber dann gab es immer wieder Monate, wo er viele Turniere nach der ersten Runde verlassen musste. Zurück zum Spiel, Tommy Haas, der natürlich nur noch verdrängen muss, dass er schnell mit 2:0 geführt hat, endlich seinem Gegner einmal den Aufschlag abgenommen hat und dann 2 Aufschlagverluste in Folge gegen Tommy Haas. Aber das ist natürlich ein Gegner größeren Kalibers, Jewgeni Kafelnikov, in der Form, wie er sich hier bei den Australian Open und bisher auch in diesem Halbfinale gezeigt hat. Der geht aus. 15 Long. Aufgebaut, dieser Netzangriff von Jewgeni Kafelnikov. Und ein Ass ist eigentlich immer dabei. Kurz Cross gespielt. 158 Kilometer, wahrlich nicht hart, aber das ist ja gar nicht so entscheidend. Wunderbar platziert. 5:3 Führung für Kafelnikov gegen Tommy Haas, der sich häufig ein bisschen zu weit zurückfallen lässt und dann natürlich Probleme bekommt, die Ballwechsel zu diktieren. Was für ein Return wieder von Kafelnikov. Ganz kurze Ausholbewegung. Den
zweiter Aufschlag von Tommy Haas, aber erfolgreich. Ja, und hier den Ball hat er gar nicht sauber getroffen. Aber dadurch wurde er so erfolgreich. Serve and Volley Aktion von Tommy Haas, das ist gut, den Gegner auch einmal zu überraschen mit Aktionen, mit denen der nicht unbedingt rechnet. Haas kommt heran auf 4:5, aber nun Aufschlag von Jewgeni Kafelnikow und der hat, wie gesagt, bisher erst ein einziges Mal ein Aufschlagspiel abgegeben. Kafelnikow, ein Vielspieler. Einer der wenigen aus den Top 20, der auch immer im Doppel antritt, das ja auch mit großem Erfolg. Im vergangenen Jahr hat er 150 Spiele bestritten, 86 im Einzel, 64 im Doppel. Kein anderer ist so oft angetreten. Nur im Jahr davor hat Jonas Björkman, der Schwede, ein paar Spiele mehr bestritten, aber auch in den Jahren 94, 95 und 96 war Jewgeni Kafelnikow der beschäftigste Mann auf der Tour. So, schauen wir mal, ob Kafelnikow weiterhin so beständig aufschlägt. Haas mit einigen Problemen beim Return, vor allen Dingen auf der Rückhandseite. Mit dem Tommy Haas bei diesem Turnier unglaublich viele Punkte gemacht hat. Der Rückhandball die Linie entlang. Aber heute hat ihm Kafelnikow nicht allzu viele Gelegenheiten gegeben, diesen Ball einzusetzen. Satzball für Jewgeni Kafelnikow, der nach wie vor sehr variabel aufschlägt. Okay.
Geduld gezeigt. Und das bei Satzball G. Der zweite Aufschlag von Kafelnikow. Erneut Satzball. Zweiten Satz, Jewgeni Kafelnikow mit 6:4. 30 Minuten dauerte der erste Durchgang, 36 Minuten der zweite, und jetzt wird es natürlich enorm schwer für Tommy Haas mit einem Satzrückstand von 0:2. Vorhin gab es eine etwa vergleichbare Situation. Da sprang der Ball in die Hälfte von Kafelnikow, diesmal in die von Haas. Einstand. Okay.
Zu viele Schwankungen im Spiel von Tommy Haas, der nun gleich zum Auftakt des dritten Satzes Gefahr läuft, wieder einmal den Aufschlag abzugeben. Genau den richtigen Moment abgewartet, um den Ball nachzugehen, ans Netz aufzurücken.
unter den Zuschauern Monika Seles, die ja gestern ihre erste Niederlage hier in Australien bezogen hat, im Halbfinale gegen Martina Hingis, die vierfache Australian Open-Siegerin. Sehr schön, wie sich Tommy Haas da befreit hat. Schwieriger Überkopfball im Zurücklaufen. Immer dabei bei den Aufschlagspielen von Jevgeny Kafelnikov. Und der Mann aus Sotschi, er lässt nicht nach. Da ist keine Schwächeperiode bisher zu erkennen gewesen. Viel Variationen bei Kafelnikov auf der Rückhandseite, sowohl was das Tempo angeht, als auch die Art der Spielweise, mal einhändig, mal beidhändig. 0:30, wieder eine kritische Situation für den 20-jährigen Tommy Haas. Zeigt sich natürlich auch der Weltklasse-Doppelspieler Jevgeny Kafelnikov. Dieser Halbflugball genauso schwierig wie dieser ganz weich gespielte Volley diagonal Einstand. Thank you.
unvermeidbaren Fehler von Jewgeni Kafelnikow bei einem einfachen Vorhand-Grundlinienschlag. 2:1 Führung für Tommy Haas, der doch jetzt einige Male öfter auch am Netz auftaucht, um sein Spiel ein bisschen mehr zu variieren und für Überraschungsmomente zu sorgen. Wir schalten mal wieder an den Spielfeldrand. Hans-Jürgen Pohmann, bitte. Natürlich zu halbherzig, da im Halbfeld stehen zu bleiben. Gewinnt seine Aufschlagspiele zu schnell. Tommy Haas musste bisher in diesem dritten Satz immer arg kämpfen, um seine Aufschlagspiele durchzubringen. Und da steht er dann gleich wieder unter Druck. Erst ein Punkt für Haas bei Aufschlag von Kafelnikow im dritten Satz.
hat es bisher überhaupt noch nicht gegeben. Ein zu 0 gewonnenes Aufschlagspiel von Tommy Haas zur 3:2-Führung nach einer Gesamtspielzeit von bisher 1 Stunde und 26 Minuten. Zeichen von Resignation nicht zu erkennen bei Tommy Haas, auch nicht bei seinem Trainer, wie man hier deutlich sieht. David Amy, der kann noch herzhaft lachen. Aber das wäre natürlich noch ein langer, langer Weg für Tommy Haas, wenn er hier erfolgreich sein will. 2:0 Satzführung für Jewgeni Kafelnikov. Todd Martin hat vor der letzten Runde gesagt, von den noch im Wettbewerb verbliebenen Spielern habe ich diesen am ungernsten gespielt, Jewgeni Kafelnikov, denn er wusste um die derzeitige Formstärke des 24-Jährigen. Aber vielleicht kommt er doch noch einmal, ein kleiner Durchhänger im Spiel von Kafelnikov. Und damit eine Chance für Tommy Haas. Leichtfertig vergeben, diese Möglichkeit für Tommy Haas. Thank you.
Die Entscheidung ist gefallen, da nützt alles Diskutieren nicht. Andrea Segli bleibt dabei, der Ball war im Aus. Spielball für Jewgeni Kafelnikow. Ja, und das haben wir bisher selten gesehen bei Tommy Haas, der sich früher ja öfter aufregte, aber insgesamt ein bisschen ruhiger geworden ist, denn das bringt einen nur aus dem Konzept. Aber es ist natürlich klar, das war eine Riesenchance für Haas, sich hier vielleicht vorentscheidend abzusetzen im dritten Satz. Zwei Break-Möglichkeiten, gegen die erste konnte er nichts machen, das war ein Ass von Kafelnikow, aber dann die gute Chance. Ganz wichtiges Spiel jetzt, dieses Aufschlagspiel von Tommy Haas beim Zwischenstand von 3-2. In diesem Aufschlagspiel für Tommy Haas. Und so dann und wann schleichen sich doch die einen oder anderen Fehler ein im Spiel von Jewgeni Kafelnikow. Und hier ist sicherlich noch was drin für Tommy Haas. Zumindest zunächst einmal in diesem Satz. Wenn es ein Fünfsatzspiel werden sollte, dann verfügt natürlich Jewgeni Kafelnikow über die erheblich größere Erfahrung. Haas hat bisher erst ein Fünfsatzspiel bestritten bei den US Open. Im Jahr 97 verlor er gegen Marcelo Rios in 5 Sätzen. Wenn man sich die Statistik anschaut, mehr vermeidbare Fehler bei Tommy Haas, aber die Zahlen 33 gegen nur 26 gleichen sich in den letzten Minuten tendenziell mehr an und mehr Gewinnschläge zugunsten von Jewgeni Kafelnikow. Und auch dieser Mann, David Amy, mit dieser Reaktion, die Sie eben gesehen haben, er versprüht natürlich auch Optimismus und spürt, dass hier noch was drin ist in diesem Halbfinalspiel zwischen Tommy Haas und Jewgeni Kafelnikow. Jetzt läuft zunächst einmal Kafelnikow immer einem Rückstand hinterher, da Haas als erster aufgeschlagen hat. Noch kein Aufschlagverlust in diesem dritten Satz. Thank you.
erste Ballwechsel. Von beiden. Einfach, aber dieser Überkopfball souverän gespielt von dem Weltklasse-Doppelspieler Jewgeni Kafelnikow zum 4-Beide. Schauen Sie, wie weit hinten der steht. Normalerweise wäre es sinnvoller gewesen, den Ball aufspringen zu lassen, aber Kafelnikow geht das Risiko ein und ist erfolgreich. Wird immer stärker von Haas.
seine Chance und nutzt sie. 5:4 Führung, nach wie vor kein Aufschlagverlust. Und eben an dieser kleinen Reaktion, da war zu erkennen, dass Haas natürlich auch spürt, da ist noch was drin hier in diesem Spiel gegen Jewgeni Kafelnikow. Jetzt, da wir uns in der entscheidenden Phase des dritten Satzes befinden. Haas, der ja 1997 so begeisternde Spiele zeigte, und 98 im Davis-Pokal und beim World Team Cup bisher noch unbesiegt. Alle 8 gespielten Einzel in diesen beiden Mannschaftswettbewerben hat Tommy Haas gewonnen. Hier schön zu sehen, dass die Quote der ersten Aufschläge von Tommy Haas sich kontinuierlich gesteigert hat. Ihm gelingen jetzt ja auch mehr Asse. Bewegt bei diesem Aufschlag-Return Tommy Haas, der natürlich ein gewisses Risiko eingehen muss, wenn er sich hier noch eine Chance ausrechnen möchte. Wieder ein relativ leicht gewonnenes Aufschlagspiel für Jewgeni Kafelnikow und so ganz langsam arbeiten sich beide Halbfinalisten Richtung Tiebreak vor.
Ja, die üblichen Diskussionen. Andrea Segli sagt, ich war nicht hundertprozentig sicher, ob das eine Fehlentscheidung vom Linienrichter war. Und ich kann nur überstimmen, wenn ich absolut sicher bin. Schwierige Situation, 0:30. Tommy Haas lässt sich viel Zeit zwischen den Aufschlägen, atmet durch. Das hat natürlich auch viel Kraft gekostet, dieses Spiel. Jetzt werden erste Aufschläge angezeigt. Auch der Ball im Aus, 0:40. Die Chance lässt sich Jewgeni Kafelnikow nicht entgehen. Der vierte Aufschlagverlust von Tommy Haas. Und so ist das ja manchmal im Tennis. 3-4 Ballwechsel oder vermeidbare Fehler entscheiden häufig einen Satz, manchmal sogar ein ganzes Spiel. Jetzt natürlich Kafelnikow in der besseren Ausgangsposition. Hat zum zweiten Mal ein Lauf mit vielen Punkten in Folge, diesmal 7 Stück. Leichte Konzentrationsprobleme bei Tommy Haas, die vielleicht auch zusammenhängen mit einer etwas nachlassenden Kondition. Er hatte seine Chancen in diesem dritten Satz. Erinnern wir uns nur an das Aufschlagspiel von Kafelnikow zum 3-Beide. Da stand es 15:40. Und vor allen Dingen die zweite Breakmöglichkeit ein bisschen leichtfertig vergeben von Tommy Haas. Eine Stunde und 51 Minuten ist diese zweite Halbfinalbegegnung alt. Und Jewgeni Kafelnikow schlägt auf. 2:0 in den Sätzen vorn und 6:5 im vielleicht entscheidenden dritten Satz.
Das war's wohl. Jewgeni Kafelnikow, der die letzten 11 Punkte in Folge gewinnt, steht zum zweiten Mal in seiner Laufbahn in einem Grand Slam Finale, in dem er am Sonntag auf den Schweden Thomas Enqvist treffen wird. Die Bilanz zwischen den beiden, bisher 4:2 Führung für Enqvist. Kafelnikow verdientermaßen der Gewinner nach einer Stunde und 53 Minuten. Er war zum richtigen Zeitpunkt in absoluter Topform. Er war der aktivere Spieler, er war schneller, er spielte gleichmäßig mit mehr Variationen gegen einen Tommy Haas, dem heute ein bisschen die Spritzigkeit fehlte, der vor allen Dingen einen schwachen Start erwischte, aber der hier ein großartiges Grand Slam Turnier gespielt hat und verdientermaßen der Beifall der Zuschauer. Die Zukunft gehört Tommy Haas, er ist erst 20 Jahre alt. Er hat sich hier unter die letzten vier gespielt. Heute sicherlich nicht sein stärkstes Tennis gezeigt, aber man spielt immer nur so gut, wie es die Gegner erlauben. Und Jewgeni Kafelnikow hat heute nicht allzu viel erlaubt. Dennoch Gratulation an Tommy Haas für das, was er in diesem Jahr bei dem ersten Grand Slam Turnier des Jahres gezeigt hat. Hier zwei interessante Zahlen, die Gewinnschläge, 41 Kafelnikow, nur 27 Haas und die vermeidbaren Fehler darunter, eine deutliche, wenn man so will, negative Führung für Tommy Haas. Also das Finale, Jewgeni Kafelnikow gegen Thomas Enqvist, das live und exklusiv am Sonntag in der Nacht in der ARD und jetzt wieder an den Spielfeldrand zu Klaus Lufen und Carlo Gesteb. Vielen Dank, Volker Kottkamp, Charlie Steeb. Tommy Haas hat hier sensationelles Tennis gespielt in den vergangenen zwei Wochen. Jewgeni Kafelnikow heute noch eine Nummer zu groß. Ja, er hat schon mehr Erfahrung natürlich in solchen Matches und Tommy war vielleicht ein bisschen müde und konnte dem Druck nicht standhalten, beziehungsweise dem Druck von Kafelnikow. Und erst im dritten Satz ist er langsam ins Spiel gekommen. Es war leider ein bisschen zu spät, aber ich meine, er hat hier ein Riesenturnier gespielt, hat wirklich tolles Tennis gezeigt und es lässt wirklich hoffen für die Zukunft. Sind das die Spiele, die ein 20-Jähriger noch braucht, um in ein, zwei Jahren wirklich ganz, ganz großes Tennis zu spielen, die Erfahrungen für solch große Matches, für solch enge Spiele? Klar, ich meine, das war das erste Mal im Grand Slam Halbfinale und das nächste Mal sieht es anders aus und die Erfahrung muss er sammeln. Man hat gesehen, er kann mit jedem mithalten und wenn er ein bisschen frischer gewesen wäre, hätte er auch hier eine Chance gehabt. Er ist nach diesem Spiel, das er zwar verloren hat, aber er ist trotzdem die Nummer 17 in der Welt. Bester deutscher Spieler. Ist er der Einzige, den man im deutschen Tennis im Moment aus Herrensicht hervorheben kann oder haben Sie auch andere positive Ansätze gesehen hier bei diesen Australian Open? Ich meine, ist klar, dass die Leistung von Tommy total herausragt. Er hat einen Riesensprung in der Weltrangliste gemacht und ich hoffe, dass der Nicola auch zu seiner Form wieder findet und nachrückt. Und wie gesagt, Spieler wie Schüttler, die sich in den Vordergrund gespielt haben, das lässt hoffen und ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres mehr Leute in den ersten 20 haben. Sie haben sich eifrig Notizen gemacht, schon während dieses Spiels, denn die nächste Aufgabe steht an in den nächsten Wochen, das Davis Cup Spiel gegen Russland in Frankfurt. Was kann man mitnehmen aus diesem Spiel, dass wenn Jewgeni Kafelnikow so spielt, dass es ganz schwer wird oder was? Gut, an so einem Tag wie heute ist es sicherlich schwer, aber beim Davis Cup kann es ganz anders wieder aussehen. Aber für mich war es eine super Gelegenheit, die beiden gegeneinander spielen zu sehen. Man sieht schon Spielzüge, die ein Kafelnikow drin hat und ich meine, das hilft schon, dass man die beiden schon gegeneinander spielen gesehen hat. Aber es wirklich beim Davis Cup sind es andere Vorzeichen. Man spielt zu Hause, hat die Zuschauer im Rücken und wie wir wissen, spielt der Tommy auch sehr gut da. Wunderbar. Vielen Dank, Carlo Gesteb, für die Zusammenarbeit in diesen zwei Wochen. Gute Heimreise. Vielen Dank. Und bei uns geht es weiter um 10.15 Uhr, meine Damen und Herren. Dann können Sie dieses Match nämlich nochmal wiedersehen in ganzer Länge und natürlich mit den nötigen Reaktionen von Tommy Haas und allen, die daran beteiligt waren. Ich schaue mal auf die Uhr, 4.32 Uhr, Melbourne am Nachmittag. Das heißt, es ist 6:30 in Deutschland. Entweder ruft jetzt nochmal das Bett oder die Arbeit, wie auch immer. Viel Spaß dabei. Um 10.15 Uhr können wir uns wiedersehen. Vielen Dank. Die Bilder des Turniers von Holger Sauer. A dream like